Was denn los? Was willst du? Rika? Rede nicht so mit mir. Denkst du, ich kenne mein eigenes Kind nicht? Und was willst du hier überhaupt? Rika meinte, du würdest dich endlich mal nützlich machen. Was erwartest du? Einen Platz in der Versammlung? Du, wozu du zu gebrauchen bist. Du hast zu viel Rauch im Kopf. Genau wie dein Vater. Versuch es. Aber du wirst schon sehen. Die Stadt des Staubs wirst du nicht los. Du blutest nicht rot genug für die. Und das wird sich niemals ändern. Du kannst nur versuchen, alles zu vergessen. Das wurde aber auch Zeit. Ich wollte schon reinkommen und einen Blick auf deine scharfe Schwester werfen, Garau. Du bist doch nur eifersüchtig, weil du seine Majestät für dich willst, du schamloses Luder. Was sagst du? Dann habe ich wenigstens was zu essen. Aber so gern ich noch mit dir plaudern würde, wir sollten langsam loslegen. Tja, leider nicht. Wir sollen jemanden suchen und züchtigen. Wie es aussieht, spielt einer seiner Schmuggler mit gezinkten Karten. Er heißt Oskias, ein Oberflächler. Berat hat gehört, dass er oben Zeug verkauft, ohne ihm was davon zu sagen. Wir sollen den Mistkerl aufspüren und rausfinden, was er zurückhält. Tja, aber ich fürchte, eure Beziehung wird tragisch enden. Bist du bereit, ihm ein bisschen weh zu tun? Wir werden ihn nicht einfach töten. Erst holen wir uns zurück, was er gestohlen hat, dann bringen wir ihn um. Komm schon, stell dich nicht so an. Wenn du dann besser schlafen kannst. Suchst du einen Platz zum Schlafen? Hinter Givarsts Haus ist ein Schlot. Er hat nichts dagegen, wenn du dort schläfst. Denkst du, ich weiß nicht, für wen du arbeitest? Ist er hinter mir her? Sollst du mich aufspüren? Ist es das? Hey, Schätzchen. Brauchst du jemanden, der dich heute Nacht wärmt? Grüß deine Mutter von mir. Habt ihr einen Silberling? Mein Junge braucht Medizin, zurück. Sonst ich will mir nicht einfangen. Sagen die Ärzte. Seh mich nicht so an, ich war mal schön, wunderschön. Senke gefälligst den Blick, Kastenlose. Ich will nicht, dass dein Unglück auf mich überspringt. Widerlich, geh weg von mir! Was willst Schon du hier? Gehört? Abschaum! Ein Trupp des Leski, altes Haus, was machst du denn hier? Willst du mir wieder ein paar Bändchen für dein Mädchen abschwatzen? Nein, ich bin hier, um dich zu verführen, Olinda. Du weißt, mein Herz schlägt nur für dich. Lass das nicht meinen Mann hören. Wen hast du denn da mitgebracht? Nun.
Nun, du kannst dich hier gerne umsehen. Und weil du mit Lesky befreundet bist, bekommst du sogar Rabatt. Aber ich habe nichts zu verschenken. Aber fass nichts an, was du dir nicht leisten kannst. Ach, vermutlich ihre Leiche, was? Nein, Werkzeug. Spuren eines Lagers, sowas. Paragon hin oder her, Branka ist tot. Waffen, sie ist seit zwei Jahren weg. Zu Schleuderpreisen. Hier geht alles vor die Hunde. Überall kostenlose, als wären sie hier zu Hause. Die Armen haben's heute gut mit mir gemeint. Noch eine Runde aufs Haus! Ey, ich will nur in Ruhe was trinken. Wer hat die denn hier reingelassen? Junge, gefälligst woanders rum. Es heißt, die Kriegerkaste hält ein Tornei ab. Hey, der Platz ist reserviert. Sehr aufmerksam, Auskias. Ist ziemlich ermüdend, dich zu suchen. Woher weißt du, wie ich heiße? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ihr habt vermutlich den falschen Auskias erwischt. Ich bin erst seit heute Morgen hier. Normalerweise bin ich an der Oberfläche und... Willst du damit sagen, du bist gar nicht dieser verräterische, betrügerische Staubfresser, von dem Berat uns erzählt hat? Ich hab nichts getan. Berat hat keinen Grund, euch auf mich anzusetzen. Ihr seid nicht hier, um mich zu töten? Wir wollen uns vergewissern, dass du nicht versehentlich ein bisschen Lyrium eingeschoben hast. Wir verstehen uns. Hör zu, ich war Berat gegenüber immer treu. Er war gut zu meiner Familie, wirklich. Ich weiß, wie viel ich ihm verdanke. Halt ihn fest, damit ich ihn filzen kann. Wartet, ich habe etwas Lyrium, ist doch nur Erz. Ich habe mit einer der Minenfamilien eine Abmachung, wisst ihr, keine große Sache. Ich hätte Berat seinen Anteil sicher gebracht, ehrlich. Alles andere wäre doch verrückt. Eher selbstmörderisch. Nicht viel. Was wird es wert sein? Vielleicht 25 Sovereigns? 25 Sovereigns? Der Großteil ist bei meinen Käufern an der Oberfläche. Ich habe hier unten nur ein paar Nuggets eingesteckt. Hey, wenn ich, sagen wir, ich gebe dir ein Stück. Würdest du dann vielleicht vergessen, Berat von der Sache zu erzählen? Ich habe kein Geld hier. Das ist alles oben. Aber du kannst das Erz haben. Verkaufe es. Vielleicht kommst du dann sogar von hier weg. Was meinst du? Hast du zu viel Rauch geschluckt? Wenn dich Berat mit seinem Lyrium erwischt, bringt er dich um. Tja, das ist eine andere Geschichte. Wir müssten es verkaufen, bevor wir zu Berat zurückgehen. Und zwar an jemanden, der nicht gleich zu ihm läuft. Pass auf, wir machen halbe-halbe und gehen zu Olinda. Du weißt schon, sie mag mich und weigert sich, für den alten Mann zu arbeiten. Na schön. Was bleibt mir anderes übrig? Und was wird aus mir? Wir müssen Berat sagen, dass er tot ist. Wenn er das rauskriegt. Das wird er nicht. Versprochen. Orsamar hat mich zum letzten Mal gesehen. Danke. Du bist nicht nur schön, sondern auch gütig. Mögen die Ahnen über dich wachen. Ich kümmere mich darum. Hältst du das für eine gute Idee? Wenn Berat erfährt, dass Auskias geflohen ist, sind wir dran. Er wird dich zwingen, dass du erst mich und dann dich selbst tötest.
Und dann macht er Eintopf aus uns und verfüttert uns an die Armen. Das mag ich so an dir, deinen blinden Optimismus. Wir sollten das hier schleunigst verkaufen und uns bei Berat melden, bevor er sich fragt, wo wir bleiben. Es sei denn, du willst alles Berat geben. Dann nichts wie zu Olinda. Was wollt ihr beiden denn schon wieder? Also, ich muss sagen, das überrascht mich. Woher sollten Gestalten wie ihr denn bitte Lyrium haben? Wie viel habt ihr? Ich kann dir 30 Silberlinge pro Nugget anbieten. Nur 30? Ich weiß, dass sie mehr wert sind, aber der Markt dafür ist an der Oberfläche und da ist schwer hinzukommen. Außerdem muss ich jemanden finden, der keine Fragen stellt, um sie zu verkaufen. Und deshalb kann ich euch nur 30 geben. Nein, das würde Berat erfahren. Ganz ehrlich, ihr werdet in diesem Viertel keinen Händler finden, der ihm nicht alles serviert, was er verlangt. Und um Lesky wäre es doch wirklich schade, finde ich. Also, sind wir im Geschäft oder nicht? Also gut, gib schon her. Ihr solltet euch hier aber ein Weilchen nicht mehr sehen lassen. Sicher ist sicher. Widerlich, geh weg von mir! Der König ist alt. Seine Herrschaftszeit ist zu Ende. Prinz Belen scheint uns sehr viel gewogener zu sein als Trian. Belen hat gewisse Vorlieben, die ich befriedigen kann. Wir reden später weiter. Da seid ihr ja endlich. Was ist mit Oskias? Und das soll ich dir abkaufen? Er hat uns erzählt, er hätte etwas Lyrium abgezweigt, aber schon weiterverkauft. Ach nein. Wie es der Zufall will, war mein Vetter heute Nachmittag auch in der Schenke. Und stell dir vor, was er mir erzählt hat. Dass dir Oskias irgendwas zugesteckt hat. Und dass dieser Mistkerl die Schenke putzmunter verlassen hat. War es das, worum ich euch gebeten hatte? Javier, wonach hört sich das für dich an? Dass sich ein paar Klugscheißer dachten, sie könnten diesen Mistkerl für ein kleines Schmiergeld laufen lassen. Unerhört. Sie sagt, das ist unerhört. Und ihr würdet einer Dame doch nicht widersprechen, oder? Genau. Euch tut keiner was, Berat. Aber wir können uns nicht so frei bewegen. Wir mussten Oskias erst an ein ungestörtes Plätzchen bringen. Wir haben ihn zu den Lavagruben hinter den Minen gebracht. Ihr werdet ihn nie wiedersehen. Denkst du, ich glaube dir mehr als meinem eigenen Blut? Der Hundesohn wollte mich hintergehen, seit wir uns kennen. Denkt, sie muss ein paar große Hosen ausfüllen und hat nie bemerkt, dass sie ihr ein paar Nummern zu groß sind. Ihr steht beide auf verdammt losem Sand. Aber ich gebe euch noch eine Chance. Einen Auftrag. Gut erkannt. Die Kriegerkaste veranstaltet heute ein Turnier für ihre besten Kämpfer. Duelle bis zum letzten Mann, das Übliche eben. Das Spektakel ist für einen grauen Wächter gedacht, der Kandidaten für ein Leben voller Ruhm und Ehre sucht. Da es nicht oft vorkommt, dass sich alle namhaften Kämpfer von Orsamar ein Stelldichein geben, haben gewisse Bekannte von mir größtes Interesse bekundet. Hast du den Verstand verloren? Kein Markling darf in den Turnierring treten. Das wäre eine Beleidigung der Ahnen. Und der Kriegerkaste. Das ist fast noch schlimmer. Ihr sollt nur dafür sorgen, dass der richtige Mann gewinnt. Wenn die Leute erst einmal das Wettfieber packt, kann man viel Geld verdienen.
Der Favorit ist ein gewisser Meinar, ein Veteran der Feldzüge gegen die Dunkle Brut. Mein Mann ist Yverd. Ist gerade von einer Offensive in den tiefen Wegen zurückgekehrt. Ein Jungspund, dem die Frauen zu Füßen liegen. Ich habe verdammt viel Geld auf ihn gesetzt. Und nicht nur mein eigenes. Die Quote ist 8:1. Haben wir uns verstanden? Die Kämpfe werden nur den Aktiven mitgeteilt, um illegale Wetten zu verhindern. Du musst also zuerst Yverd suchen und herausfinden, gegen wen er wann antritt. Wenn der Name Meinar fällt, wirst du diese Droge in das Wasser dieses Mistkerls schütten. Sie wird seine Reflexe lähmen, ohne dass es jemand merkt. Leider hält die Wirkung nicht lange an. Du musst sein Wasser also kurz vor dem Kampf veredeln. Er hat eine Nische, in der er sich auf den Kampf vorbereitet, und allen Kämpfern werden Becken mit Wasser zur Verfügung gestellt. Die Frage, wie du dich bei ihm einschleichen kannst, zeigt mir, dass du zu nichts zu gebrauchen bist. Das will ich hoffen. Hier sind eure Passierscheine für den Tornei-Platz. Das Tornei beginnt beim nächsten Glockenschlag. Und wenn ich sage, ich habe viel Geld gesetzt, rede ich nicht von Almosen. Es steht viel auf dem Spiel, dein Leben zum Beispiel. Wenn Yverd dieses Tornei nicht gewinnt, solltest du dafür sorgen, dass ich dich oder deine Schwester nie wiedersehe.